Hoi, Chummers und Chipheads, hier ist wieder euer Fuchs mit einer neuen Folge von Shadowrun Dragonfall. Und es ist mittlerweile sogar die 9. Folge. Ich musste jetzt tatsächlich feststellen, dass ich eine winzig kleine Änderung vorgenommen habe im Vergleich zu den vorherigen Aufnahmen. Denn ich hatte euch ja vor 2 Aufnahmen, glaube ich, gesagt, dass ich einmal Mist gebaut habe. Ja, und was stellte sich heraus? Ich muss jetzt auch die 9. Folge neu aufnehmen, weil ich eine kleine Entscheidung anders getroffen habe. Die werde ich euch natürlich nicht verraten. Denn vielleicht wollt ihr ja dann auch mal sehen, wie... wollt ihr selbst ausprobieren. Denn manche Entscheidungen haben tatsächlich Auswirkungen. Und wir gehen ja im Grunde genommen nur einmal durch das Ganze. Und suchen uns eben so unseren Weg. Und ihr könnt das Spiel selbst spielen und feststellen, dass es einen ganz anderen Weg auch möglich ist. Ist zu wählen. So, ich bin gerade hier schon dabei, nebenbei quatsche ich mit euch und so, das geht dann alles ein bisschen durcheinander, hier auszusuchen, was ich für neue Fähigkeiten auf Level 4 kriege. Ganz süß, wie sie das angepasst haben, denn eigentlich gibt es ja keine Level in der Hinsicht, sondern es gibt Karma-Punkte bei Shadowrun und das sollte es auch eigentlich sein, aber das ist auch bei uns der Fall, aber bei den Gefährten sieht man eben hier die Möglichkeit auch, dass die sich da nochmal anders andere Fähigkeiten ein bisschen personalisieren können. Genau. So. Eins nach dem anderen. Hier rein. Sie kriegt hier unseren Razor Specialist. Und ihn hätte ich gerne zum Decken. Ja, das klingt auch ein bisschen anrüchig, wenn ich sage, ihn hätte ich gerne zum Decken. Naja, gut. Den kleinen Hund. Wuff, wuff. So, wir gucken mal kurz rein, was unser Geld macht. Wir haben 3600 Kneten und Moneten und gucken mal gerade, ob wir vielleicht sogar schon eine höhere Stufe an Klamotte kriegen können. Nee, können wir nicht. Denn auch hier, das finde ich immer noch schade, haben wir ja nicht die Möglichkeit, noch eine zweite zu wählen davon. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Jedenfalls nehmen wir mal hier unsere Klamotten mit, denn das hatten wir ja schon, da haben wir ein paar von verbraucht, ne, glaube ich. Das richtig noch weiß. Ja, genau, da haben wir ein paar von verbraucht. Ja. Er braucht eigentlich auch nicht 3 davon. Es reicht, wenn er 2 davon hat. Und dann nehmen wir das nochmal weg und tun dann das rein. Genau, so. Wobei, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. So sieht's aus. Tudum, tudum, tudum. Ich bin gerade am überlegen, was wir eigentlich hier noch machen müssen. Wir haben ja mit Dürr. Luca Dürr müssen wir, glaube ich, sprechen, ne? Ich glaube, wir müssen mit Luca Dürr sprechen, Leute. Kann das sein? Da waren wir doch gerade. Auf dem Run. Dann gucken wir uns mal an, was der Gute zu sagen hat. Ja, Job well done. Ja, es ist nicht cool, aber was soll's. Ja, das ist eben part of the job. Ja. Okay. Also, falls ihr euch wundert, dass ich das jetzt relativ schnell weitergeschaltet habe, das ist mir noch relativ gut präsent von der vorhergehenden Aufnahme. Und insofern konnten wir das jetzt mal etwas überspringen. Alles klar. So, okay. Der Talis-Krämer interessiert uns gerade nicht. Wir gucken mal gerade in die Mission-Items rein. Ja, okay. Gut, ein 3 bringt uns jetzt nicht so viel weiter. Ich hätte jetzt so gern ein bisschen mehr Cyberware, die uns irgendwie was bringt, aber da haben wir noch nicht so richtig viel. Wobei 4000 könnte fast gehen, aber... Warten wir noch ab. Nächste Runde kommt bestimmt. So, alles klar. Ja, wir speichern mal gerade ab. Speichern mal gerade ab. So, und gehen in die U-Bahn-Plattform und fahren mal zum nächsten Abenteuer und gucken mal, was wir da nehmen. Nachdem ich bei dem vorhergehenden eigentlich dieses hier genommen habe, um mich um den Prototyp zu kümmern und ich da jetzt schon relativ genau weiß, was dabei passiert, würde ich sagen, nehme ich jetzt mal was anderes, einfach damit ich mal was anderes genommen habe. So.
Und für mich ein bisschen Abwechslung ist ja auch mal ganz nett. Außerdem gibt es dann mehr Zeit, dass ich das vergesse. So, wir nehmen Blitz mit, wir nehmen unsere gute Glory mit und den Schamanen Dietrich. Und dann haben wir schon mal eine ganze gute Zusammenstellung und dann geht's los. Tied up the loose ends. Jetzt muss ich gleich nochmal selbst nochmal lesen. Es ging hier, glaube ich, darum, einen Typen rauszunehmen, den wir vorher hatten, ne? Also den wir nicht hatten, sondern da, genau, Cloak and Dagger. Ja. Einer der Agenten wurde dort festgesetzt von Knight Errant. Und den muss man jetzt eben ausschalten. Das ist wieder ein Wetwork-Auftrag, ja. Also diesen Typen, der hier festgesetzt worden ist, den muss man eben ausschalten. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Das machen wir dann auch mal. Ja, nee, ich habe ja nur drei Karma, so viel ist das jetzt auch nicht. Kill the Rigger, find the Rigger. Okay, alles klar. So, der macht die Tür auf. Der guckt hier mal rein. Schade. Und ein bisschen Zielwasser trinken. Okay. Schade, beides nicht getroffen. Sehr gut. Einmal, zweimal. Die Nummer ist durch. Nicht ganz also. Okay. Das ist sehr praktisch, dass die Drohnen mittlerweile drei Angriffspunkte haben. Ihr seht das ja auch. Dadurch haben wir einfach einen ganz guten Vorteil, weil wir häufiger attackieren können. Und das ist in dem Ganzen sehr, sehr wichtig jetzt. Daneben, schade. Hoi, Heide Witzka, okay. Mal wieder hochheilen. Nee, das kann Max machen. Das könnte Max machen. So.
Alles klar, dann nehmen wir den mal raus. Fox muss sich ja auch wieder bewegen können. Und ich glaube, dass auch er. So. Okay. So. Okay. Ja, also zwei Dinge. Einmal so und einmal so. So, Blitz, dann hack dich mal da in die Matrix rein. Genau. So, da sind wir nämlich schon drin. Und dann haben wir die Security Camera hier. Gucken wir da mal gerade rein. Da ist auch was. Ja, also ich vermute. Dass wir hier ein bisschen hingucken müssen, okay. So, was haben wir denn hier? Ein Exploder und einen Attacker. Wir brauchen auf jeden Fall einen Attacker. So. So, und nicht vergessen, wir spielen auf schwer. So, alles klar. So, alles klar. Okay, wenigstens durften wir hier stehen bleiben, das ist ja schon mal etwas. Das war doch ganz gut getroffen, auf jeden Fall. Ja, gut. Also, mit dem laufen wir hier hoch. So. Die guckt hier unten ein bisschen sich um. Da ist aber nichts. Ja, und Dietrich macht halt hier sind Dietrich. Dietrich ist auch, Leute. Was ist Dietrich? Er ist sehr Dietrich, ganz genau. Gut. Der ist. Hopp, 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 hopp. Okay. Na komm. Bitte trifft auch. So, es geht weiter. Oh Mann, ey. Nee, das ist zu weit, okay. Alles klar, ja, dann muss der da runter. Hat diese Runde nichts weiter zu lachen. Und das war's, glaube ich, auch schon, ne? Da hüpfen wir jetzt oben in die. Ah, nee. Okay. So, ja, alles klar.
So, dann hopp da rein. Alles klar. Dann haben wir die Kontrolle darüber und er lockt sich aus. Gut. Der hat einen Dumpshock. Nein, daneben. Ja, Röpöttel. So, alles klar. Der hat sich jetzt auch gleich erholt. Das ist doch ganz gut. So. Die macht hier mal die Tür auf. Gucken wir da mal rein. Alles klar. Da liegt ein Korps. Hier kommen wir nicht weiter rein. Hier ist jede Menge Rapiff, Paff, Puff. Vermutlich können wir das Ganze umlaufen hier. Sieht zumindest so aus. So, okay. Wir laden einmal nach. Es wird viel geschossen werden müssen. Ja, und ich vermute auch. Cool, alles klar. Der geht hier durch. Eins, zwei, drei, vier sind das. Ja. Das heißt, ihn tun wir daher. Und Max geht noch mit nach hinten. Gut, die gute Glory geht mal da hoch. Kann hier noch ein paar Sachen einsammeln. Advanced Medkit, okay. Der bleibt da und der andere bleibt dort. Okay, dann gehen wir mal hier gerade hoch. Alles klar. Ja, es geht weiter. Die Attacke geht weiter. Ist wahrscheinlich noch eins, ne, oder? Combat Stims. Ja, müssen wir zum Stash schicken, das geht nicht anders. So, okay. Alles klar. Ja, dann.
So, das war schon mal der erste. Alles klar. Den stellen wir nun mal da oben hin. So, er macht jetzt mal hier unten die Tür auf. Und dann geht das hier los. So, okay. Ja, der ist flankiert. Schade. Tja, der scheint ja Ausweichenwerte zu haben wie eine der helle Wahnsinn. Tja, okay. Okay. Charmant. Gut, 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 gut. Ja. So, die Tür ist verschlossen. Lassen. Kommen wir hier irgendwo durch? Nee. Dietrich ist immer noch nicht dabei.
Okay. Ja, das war natürlich taktisch nicht so besonders klug. Aber was soll's. Gut, dann. Rennt er mal hier rum. Das sieht aber nix. So, alles klar. Nein, oh. Dann never. Okay. Ja, alles klar. Das hat nicht lang genug gehalten. So, Strato 9. Sehr gut. Max geht hier hoch. Was ich hier rum. Dann haben wir hier die Steelings. Weil die auch einfach mal drauf geben könnte. Denn die stehen da so herrlich im mitten in der Banane. Dass das wirklich also wunderbar wäre. Alles klar. Ja, hier ist leider nichts. Schade. Die Leiche ist ausgeweidet. Ja, da müssen wir hier mal rein.
hier wird ja sehr wahrscheinlich noch nichts sein. Wo ist denn hier? Was ist hier los? Auto-Searchen. Also eine Maschine, die anscheinend selbsttätig automatischerweise Eingriffe vornimmt. So, okay. Ja, alles klar. Gut. Und dann geht's los. Knight Errant Guard. Hier sind jede Menge Guards hier. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass ich hier hinterkomme, um dann eventuell ein bisschen Unruhe zu stiften. Probieren wir das mal aus. Ich weiß natürlich noch nicht, worin die Unruhe bestehen kann, aber probieren wir das mal aus. Alles klar. Hopp, hopp. Ei, Rabum. Okay. Ja, der steht natürlich into the great wide open hier. So, was ist hier los? So, die Türme sind jetzt auf unserer Seite. Alles klar. Sehr gut. Okay. Okay, okay. So, okay. Alles klar. Ja, ich breche immer zu schnell ab, stelle ich fest. Aber der kann ja jetzt hier mal ordentlich getroffen werden. So, und zwar haben wir hier den guten... Okay.
Ach, ich mag meine Drohnen, Leute. Das läuft einfach mit denen. Das ist einfach... einfach gut. So, das war der erste Streich. Und der zweite folgt sogleich. Dann geht es nämlich hier runter. In den Zellentrakt. In der Hoffnung, dass wir dort... auf unseren Rigger treffen. Da ist er auch schon. Nehme ich an, ja... Nee, das ist nur der erste Bereich gewesen, sozusagen. Hui, okay. Da ist auf jeden Fall der Rigger. So, und dann gehen wir erstmal mit einem rein, die uns mit Sicherheit jetzt nicht helfen kann, damit wir sehen können, was da hin muss. Okay, da muss also der Decker hin. Ei, sage ich dann nur. Okay, das war's wahrscheinlich schon, ne? Das Gold-Trauma-Kit. So, aha. Ja, alles klar. Also, da gehen wir rein. Und dann gehen wir da rein. Ja, ziehen uns zurück. So, wir müssen den Conjurer rausnehmen. Schade. Aha. Ja, und danach muss Dietrich mal einen Geist beschwören. Das geht nicht anders. So, okay. Es geht ordentlich ab hier, ich sehe das schon, alles klar. Drei, ja. Okay, die Blitzpersona, auf geht's. Okay. So, die Explode-Persona geht dahin. Und explodiert. Nehmen eine Tarbomb. So. Und dann haben wir hier
Aha. Den Attacker. Und einmal Erosion. So, aha. Und einmal da drüben hin. Das kann sich nicht bewegen, alles klar. Sparky. Gut, der ist charging, das tut sich nichts. Mhm. Uaiaiai, okay. Mhm. Alles klar. Daneben. Und den zweiten. Nicht. Okay. Alles klar. So. Wir gehen in die Drohne rein. Und dann geht's mal weiter hier. Oh, oh, hier habe ich den Captain übersehen. Aha. Okay, na gut, dann. Ja, das passiert manchmal, dass man sowas übersieht. Nicht gut, aber passiert halt. So. Hm. Ja, alles klar. So, hopp. So, bitte einmal die Reinforcement Door versiegeln. Zack. Alles klar. Und dann können wir mal gucken, was hier los ist. Ich vermute. So, einmal. Pay Data. Cool. Ja, die Pay Data wollen wir natürlich auch haben, klar. Lieber vorsichtig. Ja. Das war auch genau meine Sorge. Okay, da ist also zu, mit anderen Worten. Das heißt, das bringt gar nichts. Toll. Ja, das bringt leider gar nichts. Mhm. Tja. Tja, 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 tja.
Ja, kann der. Nee, ne? Der kann gar nichts. Nee, du kannst gar nichts, Junge, dann. Bleibst du halt mal. Nee, bleibst halt mal da drin. So, okay. Okay, und raus hier, ja. Ah, die ist ziemlich mighty. Meine kleine Drohne hier. Ja, Junge, du hast leider überhaupt keinen. Ich weiß, es ist traurig, aber nicht zu ändern. Tja, wollen wir die noch rauslassen? Ja, ne? So, alles klar. Hui, Leute, das war aber jetzt ganz schön spannend. So, Holding Cells Control. Tja, Torvald Endstadt.
Okay. Wieso reden? Ich dachte, wir sollten den einfach. Ja, okay. Also, wir sind zack mitten in der Moralfrage drin. 22.000 Dingensbummens. Okay, da kriegen wir einen. Tja. Okay. So, da haben wir uns jetzt entschieden, den nicht zu töten, sondern das Geld zu nehmen, was er uns auch geben wollte. Okay. Ja, also wir kriegen das Geld, wir kriegen die coole Maschine und wir haben Spaß. Sehr gut. Wir bleiben auch schön zusammen hier. Okay. Der Typ ist ein bisschen bekloppt. Okay, das heißt, oh Mann, ey. Der Typ hat einen Knall. Das stimmt.
Tja, alles klar. Und das sind wahrscheinlich die Leute, die uns, aha, kontrollieren wollen, ob wir ihn umgebracht haben oder nicht. Ja, da haben wir natürlich das Glück gehabt, dass wir das nochmal eben retten konnten. Ja, alles klar. Das scheint mir doch so zu sein, dass wir das nochmal eben gerettet haben, tatsächlich. Das wäre doch ganz schick. So, na dann. Return to Kreuzbazar. Puh, da sind wir nochmal ganz knapp an einem Versagen vorbeigekommen, denke ich mal so, ne? Okay. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir auf der Rückreise noch ein bisschen was erleben werden. Doch das erleben wir in der nächsten Folge. Bis dahin danke ich euch fürs Zusehen. Lasst mir einen Daumen nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts da. Zwei Kommentare. Ist immerhin besser als einer. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bis denn. Ciao, ciao.